schon sagen, aber Operationssaal. Und herzlich willkommen zum Medizinquiz. Mein Name Jan Tauer. Ich führe euch heute mal wieder durch den Abend. Und mit mir dabei der wunderbare Winston. Alles gut, Winston. Alles gut. Wie gefällt dir die neue Kamera? Doch, dann passt schon. Ja, jetzt sehen wir dich. Ich habe ein großes Bild hier. Sehr gut. Zahnarzt war auch gerade da. Klasse. Es ist ja Medizinquiz, das heißt, die Uniwoche geht weiter. Ihr habt nochmal hier kurz den Plan. Zeige ich euch mal, wie die komplette Woche aussehen wird. Gestern war ja Wissenschaft, heute ist ja Medizin. Denkt an, 5 vor 9 Sportquiz. Morgen Philosophie, Donnerstag Jura, Samstag Wirtschaft. Und Sonntag haben wir dann Psychologie und abschließend das Examen, das ihr hoffentlich alle bestehen werdet. Und der Zwischenstand, das haben sich sehr viele schon angemeldet. Wir gucken uns mal kurz den Zwischenstand an. Da führt Ruhr-Universität Bochum mit 43, danach Ludwigs-Maximilians-Universität Dresden-Köln. So ist der Punkteschnitt zurzeit. Bremen mit 5,15 Punkten pro Quiz, Köln 4,72. Und Bremen führt die komplette Tabelle zurzeit an. Also, ihr Leute, meldet euch an oder sagt euren Kommilitonen, euren Kollegen Bescheid. Und heute geht es ja auch um was. Und zwar geht es um einen Preisbot von satten 50.000 Coins. Und im Sportquiz geht es um 250 Euro um 8:45. Also schaltet da auch ein. Folgt uns gerne auf Instagram, Quizduell. Official heißen wir dort und dort werden wir ab und zu mal ein paar Tipps und Tricks auf jeden Fall geben. Und reichlich, ich denke mal, Time's up. Erste Frage, toi, toi, toi. In welchem Organ ist die Pupille? Ohr, Auge, Fuß oder Mund? Fangen wir immer ziemlich easy an. Da schreibt jemand Ohr, Fuß. Ich hoffe, ihr wollt... Da sind einige, die im Chat vielleicht ein bisschen verwirren wollen, weil die Pupille ist ja der schwarze Punkt im Auge. Das solltet ihr wissen. Enttäuscht mich nicht. Enttäuscht mich nicht. Yes. 14.140 Leute wussten es, sensationell. 5 Leute auf den Fuß gedrückt. Die 5 Leute zeigen mir bitte, wo die Pupille im Fuß ist. Weiter geht's zur zweiten Frage und da möchte ich von euch das hier wissen. Wie werden die männlichen Geschlechtsdrüsen genannt? Hoden oder Eierstock? Mhm. Ja. Da bin ich auch mal gespannt. Beides sind ja Geschlechtsdrüsen, was wir sehen. Mhm. Eines männlich, eines weiblich. Das weibliche sind die Eierstöcke und der Hoden ist natürlich korrekt. Und das wussten 13.696. Sehr gut. Das gefällt mir. Es läuft sehr gut. Vor der dritten Frage gibt es ein interessantes Bild. Also guckt ganz genau hin. Stethoskop. Was ist das für ein Werkzeug? Ein Stethoskop, ein Teleskop, ein Mikroskop oder ein Horoskop? Der Chat scheint sich einig zu sein. Horoskop ist ja eigentlich kein Werkzeug. Genau, kein Werkzeug. Es ist ja mehr Sternzeichen. Ne? Die anderen 3 sind Werkzeuge, aber das, was wir da gesehen haben, ist sehr wichtig und sehr effektives Werkzeug zum Lungenabhören, und zwar ein Stethoskop. Das wussten auch die meisten sehr gut. Ich sehe, wir haben gute Medizinstudenten heute dabei. Das gefällt mir überragend. Tolle Leistung bisher, aber es wird natürlich noch schwieriger. Frage Nummer 4. Wie viele Rippen hat ein Mensch? 10 oder 24? So, und da ich ja Doktor bin und gleichzeitig auch so ein bisschen Lehrer für euch, rechnen wir das mal ganz nach. Ich hole mal meine X-Ray-Maschine raus. Da sehen wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 und 24 ist die korrekte Antwort. Yes. Das wussten auch die meisten. Gute Arbeit. Es sind nämlich, wie viele waren es? 12 Rippenpaare, ne? Genau, 12 Rippenpaare und das macht insgesamt 24 Rippen natürlich. Sehr gut. Weiter geht's zur Frage Nummer 5. Welche Bezeichnung haben die Geschlechtschromosomen der Frauen? XX oder XY? Diese Frage hatten wir mal. Die hatten wir schon mal, genau. Ich glaube, das war das beim Biologiequiz in der Schule? Ja, ich glaube, das war beim Biologiequiz in der Schulwoche. Ja, da kannst du es auch kurz erklären. Welche Chromosome haben denn die Männer? Die Männer haben natürlich XY. Okay. Ja, dann bleibt natürlich noch eins übrig. Und zwar XX ist korrekte Antwort für die Frauen. Genau. Wie viele wussten das?
Oh, das haben wir ein paar verloren. Haben wir ein paar verloren, aber noch könnt ihr den Rettungsring benutzen, liebe Leute. Bitte, nutzt den. Glück. Welches Organ funktioniert bei Typ 1 Diabetes nicht normal? Schilddrüse, Leber, Bauchspeicheldrüse oder Milz? Mhm. Ja, Typ Diabetes, da produziert der Körper kein Insulin und das ist ja wichtig für den Stoffwechsel und Insulin wird produziert in der Bauchspeicheldrüse, deshalb ist das die korrekte Antwort und das wussten auch 9000, knapp 9000, 1500 haben den Rettungsring benutzt. Sehr gut und apropos Rettungsring, jetzt kommt die letzte Frage, wo ihr euren Rettungsring anwenden könnt. Frage 7. Was kann man mit Hilfe des Ishihara-Tests entdecken? Farbenblindheit, Kurzsichtigkeit, Hornhautverkrümmung oder Weitsichtigkeit? Ja. Mhm. Und der Winston war so nett und hat uns da mal eine Lösung herausgegeben. Kleines Beispiel. So sieht das nämlich aus. Was und da kann man schon, steht hier im Bild? Genau. Und da kann man schon sehr gut erkennen. Es geht natürlich um Farbenblindheit. Yes. Und das wussten auch die meisten, 7.393 Leute. Geben uns die achte Frage und dort könnt ihr dann nicht mehr den Rettungsring benutzen. Hm? Frage Nummer 8. Welcher Teil des Gehirns hat damit zu tun, dass wir Angst empfinden? Amygdala oder Hippocampus? Mhm. So sieht's aus. Seid nett im Chat. Ich möchte das nur mal sagen. Es läuft alles gut. Wir haben natürlich ab und zu Probleme, aber heute läuft es wirklich gut. Deshalb kein Blödsinn erzählen im Chat. Beides Teile des Gehirns, Hippocampus, zentrale Schaltstation des limbischen Systems. Und hier seht ihr die Amygdala, das ist ein kleines, paariges Kerngebiet. Wichtig für die Empfindung von Furcht und Angst. Amygdala ist richtig. Da haben wir die Hälfte verloren. Eieiei. Oh, weiter geht's zur Frage 9. Es wird nicht leichter. Frage 9, toi, toi, toi. Was ist der längste Muskel im menschlichen Körper? Schneidermuskel, vierköpfiger Oberschenkelmuskel, Zwillingswadenmuskel oder großer Gesäßmuskel? Ich glaube, das wird nicht leicht hier. Ich habe uns ein paar Fakten rausgeguckt. Der stärkste Muskel, den es gibt, das ist der Kaumuskel. Der aktivste Muskel, das sind die Augenmuskeln. Und der längste Muskel ist der M. sartorius, auch Schneidermuskel genannt, sitzt im Oberschenkel. Das wird heute ein sensationeller Pott. Eieiei. Das wird heute ein sensationeller Pott. Da bin ich wirklich mal gespannt. Frage Nummer 10. Konzentration. Wie viele Kahnbeine gibt es im menschlichen Körper? 1, 2, 4 oder 8? 2. Und wir haben da viel drüber nachgelesen, Münz und ich, vorm Quiz. Auch so ein bisschen überlegt. Fuß- und Handwurzelknochen werden die genannt auch. Ne? Mhm. Und da gibt es also einen hier, einen hier. Ein da, ein da. Rechnen wir kurz nach. 1, 2, 3. 4 ist hier die korrekte Antwort. Das wussten 396 Leute. Gute Arbeit. Ihr geht mit uns in die vorletzte Frage. Frage Nummer 11. Welches Körperorgan wird im Lateinischen Caecum genannt? Po, Knochen, Zwerchfell oder Blinddarm? Zwerchfell, oder? Jupp, das ist auch eine sehr interessante Frage. Ich sehe die richtige Antwort sehr oft im Chat. Ich auch. Ich bin ein bisschen überrascht, ich hätte das jetzt nicht so gedacht. Ist der Blindende der Anfangsteil des Dickdarms und das ist der Blinddarm. Und das wussten auch, wow, sehr viele. Jetzt sind nur noch die Ärzte dabei. Die Ärzte und die Krankenschwestern sind noch dabei. Knapp 250 Leute, gehen mit uns in die letzte Frage. Frage 12. Ich bin mal dran. Gleich Sport um 250 Euro und das wird auch ein super schwieriges Quiz. Also ich glaube, es kann guten Potter geben. Schaltet bloß ein um 8:45. Aber jetzt erstmal Konzentration. Ich drücke euch die Daumen. Los geht's. Wo wird das Präejakulat beim Geschlechtsverkehr bei Männern produziert? Bartholindrüsen, Hoden, Bunnerdrüsen oder Kauperdrüsen? Oh. Die Drüsen, Kauper, die wir suchen, befinden sich im Bereich des Schwellkörpers des Penises. Und das sind die sogenannten Kauperschen Drüsen. Wie viele Leute wussten das? Das wussten 162 Leute. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, was es zu gewinnen gibt. 309 Coins. Gewinner. Wen haben wir denn? Mölli 23, Moni W, Mef 92, Dinsdale 1, Uniona 68, Flitzeflix 1000, Original Malebo,
Paul McCartney 1942, Anne Quie 2 und Erdmännchen 1109. Dankeschön, dass ihr mitgespielt habt und schaltet gleich ein beim Sportquiz. Ansonsten geht es natürlich morgen weiter mit, was haben wir denn morgen noch? Was haben wir morgen? Jura-Quiz, ne? Naja, nicht Jura, ist am Donnerstag. Egal, morgen haben wir auf jeden Fall, geht die Uniwoche weiter, gucken wir nochmal nach. Und danke, dass ihr, bleibt gesund auf jeden Fall und bis gleich. Irgendwie hatte ich jetzt immer so ein komisches Rauschen noch auf den Ohren. Hauptsache, das ist nicht auf der Aufnahme mit drauf. Ja, der Schneidermuskel, der sagt mir eigentlich gar nichts. Kanntet ihr den? Also für mich war der eigentlich unbekannt. Ja, mit dem Kahnbein, da hätte man länger überlegen müssen. Dass sich da eins im Fuß und eins im Handknochen befindet. Das war mir bekannt, aber ich glaube, ich hätte spontan auch eher auf 2 gedrückt. Na gut, dann haben wir ja gleich wieder Sport in dem Sinne. Dann sehen wir uns ja gleich wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.